Und es dauert eine Weile, bis er startet. Es dauert eine Weile, bis der Ton, bis das Bild kommt. Und ich muss noch kurz das Licht anmachen, weil ich nichts sehe, merke ich gerade. Bin gleich wieder da. Moment. Ich höre dich gerade nicht. So Leute, entschuldigt die Verspätung. Willkommen zu einem neuen Livestream von Dark Souls Pre-Day to Die Edition. Ne? Und ja, ich hab's endlich geschafft. Oh Gott, jetzt höre ich mich doppelt. Ich hoffe mal, ja gut, das sollte man nicht in der Aufnahme hören, obwohl, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich es diesmal endlich geschafft und Arthur ist endlich im Chat mit dabei. Also ihr könnt ihn hören. Das liegt daran, dass die Xbox 360 in den Standby-Modus gegangen ist, weil ich es verdammt lange gebraucht habe, die Einstellungen zu machen. So, jetzt ist es nämlich wieder heller. Muss bedenken auch, dass es immer etwas zeittechnisch hinterherhängt. Und ja, du sagst mir am besten jetzt als allererstes, wohin ich als nächstes gehen muss. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo wir gestern aufgehört haben. Welche Waffe? Ah, du meinst diesen Stock oder was? Muss ich. Achso, ja, stimmt. Ich musste erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Geistig. Und ja, Leute, inzwischen weiß ich aber, wie das Ganze geht. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Wir kriegen das hier hin. Ja, das muss immer bedenken, du bist ein bisschen zeitlich hinterher, weil nämlich Arthur muss nämlich auf Basis des Livestreams gucken, weil ich ihm nicht das Bild übertragen kann über Discord. Weil nämlich das Bild von meiner Capture-Karte erhängt sich, warum auch immer. Nur damit du es weißt, ich habe keine Ahnung, wie man richtig springt. Ich krieg's per Zufall nun wieder hin und ich weiß auch, welche Knöpfe es sind, aber ich habe kein Talent dafür. Oh, was für ein blöder Witz. Ich gehe jetzt als allererstes mal wieder zu dem Typen, der mich das letzte Mal umgebracht hat. Autsch. Aber ich bin in der Schattenstadt. Ah, er ist erledigt. Und das Schöne ist, er löst sich komplett auf. Und er hat... Als ich den anderen Typ besiegt habe, kam von hinten der andere Typ, hat mich getroffen und runtergeworfen. So eine Arschgeige. Aber gut, der eine dürfte zumindest tot bleiben, weil er sich komplett aufgelöst hat. Das habe ich inzwischen auch begriffen. Wenn ein Gegner sich komplett auflöst, dann bleibt er tot. Was denn? Jetzt sind voll mit den Viechern. Das hast du mir schon mal gesagt. Hä?
Wieso? Er hat sich doch komplett aufgelöst. Doch, der hat sich aufgelöst. Beziehungsweise beim ersten Mal hat er sich aufgelöst. Ich glaube, beim zweiten Mal war das ein Bug, dass er sich nicht aufgelöst hat. Okay. Wieso? Weil es da jetzt plötzlich zwei sind? Weil er wieder da ist? Hm. Oh Gott, der ist tatsächlich noch da, oder ist das jetzt ein anderer? Ich weiß es nicht. Au! Ich bin vergiftet. Wie nett. Ich habe jetzt gerade eher das Problem, dass ich vergiftet bin und jetzt warten muss, bis ich wieder geheilt bin. Das kommt aufs selbe hinaus letzten Endes. Hä? Ich warte ja so oder so. Ich kann nicht springen. Mit anderen Worten, du hast mich jetzt so... Hä? Oh. Nee, aber ich bin tatsächlich überlegen, kurz zur Händler tatsächlich zu gehen, Händlerin. Aber, ja. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie viel das Zeug kostet. Das Gegengiftmoos. Da würde ich sagen, ich schnapp mir die Seen, die noch unten sind. Dann gehe ich wieder hoch und hole mir ein bisschen was gegen Gegengift, weil du gesagt hast, dass da sehr viel Gift ist. Kann man das auch mit demselben Gegengift heilen oder wie? Oh. Ich hasse mein Leben oder meinen Tod in Dark Souls. Ich kann das nicht mein Leben nennen. Ich meine, ich bin ja schon gestorben. Mit anderen Worten, ich hasse den Tod, meinen Tod in Dark Souls. Oder mein Unleben? Ich weiß nicht. Ich erkenne den Witz dahinter. Toll! Jetzt sind die Seelen auch futsch. Das kann ich genauso gut einfach die Gegner platt machen. Also Retro hat gerade einen Kommentar geschrieben, ja, man hört uns jetzt bei, das ist auch absichtlich. Das ist auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, weil ich so ein bisschen Probleme hatte mit Discord bei den Einstellungen. Das ist das, was ich die ganze Zeit machen will mit dir eigentlich, Retro. Auch, ich will eigentlich mit Retro auch schon die ganze Zeit was zusammen aufnehmen, aber er will nicht, weil Bambusleitung. Nee, ich bezweifle, dass er eine Bambusleitung hat, aber wir Bambus halt.
Bambus ist die Lösung aller Probleme. Die Metzgerin bleibt tot. Wäre dabei nicht eigentlich die richtige Bezeichnung? Also wie gesagt, eigentlich wäre doch Hackfleisch die bessere Bezeichnung. Retromächte wissen, ob sich die Waffe abnutzt, wenn man mit ihr gegen die Wand schlägt. Also ich weiß, dass die Waffe eine Abnutzung hat, aber ich weiß nicht, ob es auch bei der Wand schlägt. Aber eigentlich wäre es logisch. Oder? Ich hab ja keine Ahnung, was da überhaupt eine ja gut, das wäre ja von... Was? Ich hab eine neue Drachenwaffe. Gargoyle-Axt, große Axt, große Axt des Drachenkönigs. Was? Irgendeine Meldung kam, aber ich glaube, ich kann die nicht benutzen. Da steht auch ein X. Moment. Ist genau wie der andere. Da steht aber auch ein X bei mir dran. Ja, ich hab... Ja. Also, ich höre ihn relativ laut und laut meine Analyse-Dinge. Ich guck mal kurz, red mal kurz, Arthur. Nee, es ging nur darum, dass... Huch, wo kommst du denn jetzt her? Man hört 0% von Arthur, also ich finde, man hört ihn relativ laut und er wird auch, da habe ich das falsch eingestellt, Moment. Nee, also, jetzt habe ich Shotcut geöffnet. Ja, heute ist wieder mal nicht mein Tag, ich merke das schon. Nee, aber eigentlich, also... Arthur, könntest du mal gucken, ob man dich in dem Stream hört? Weil Retro sagt, man hört dich nicht. Hä? Nee, ich meine damit jetzt, dass man dich im Stream hört. Verstehst du, was ich meine? Im Video. Man hört... Dass du im Video bist! Du bist nicht im Video. Ah! So, jetzt müsste man ihn hören. Entschuldigung, ich habe vergessen, den B-Knopf zu drücken. Also bei Ding. So, jetzt müsste man ihn hören können. Entschuldigung, man hat dich die ganze Zeit nicht gehört. Normalerweise sollte man dich hören. Uff. Oh, jetzt kann man mich auch hören. Ja. Arthur, du bist auf YouTube. Ich weiß, das war ich auch schon mit Monster Hunter Generations Ultimate. Ja, gut, dass du da bist. Arthur hat es nämlich nicht so ganz kapiert, offensichtlich, was ich wollte. Oh mein Gott, es ist und Arthur! Du hast ja damals gesehen, bei den Schmied war so ein komischer Wächter mit so einem komischen runden Stab, wo oben dann noch nicht ganz fertig zum Kreis wurde, oder?
Was? Ich hab der dich mit Blitzen beschossen hat. Ach so, ja, der, den habe ich ja auch getötet. Ja, das ist ein Golem. Nicht wundern. Mit Blitzen beschossen hat, okay. Und so. Davon gibt's stärkere. Auf je mehr du von den Viechern triffst, desto stärker werden die. Gut, Gegenstandkauf. Verringert Blutverlust, verringert Giftansammlung und heilt Vergiftung. Blutverlust, also, nein, kein Blutverlust kaufen, das ist nutzlos. Ja, habe ich mir schon gedacht. Also es gibt lila Moosklumpen und lila Moosklumpen mit Blumen. Am besten beides holen. Ja, gut. Obwohl, nee, da kann nur 1000 dann zählen. Ich kann nur zwei normale holen, merke ich gerade. Nein, du kannst. Oh, dann kauf zwei normale. Und. Guck, dass du dich vergiftet wirst. Ich hätte das nicht sagen sollen. Guck, dass du dich vergiftet wirst. Ich? Vergiftet? Das werde ich nie. Ich habe immer von 99 von beiden dabei. Das Problem ist, Arthur hätte ja eigentlich gerne Monster Hunter 3 Ultimate, aber er hat keine Wii U. Soweit ja. Ich das weiß. Das Problem war ja, du musstest dich damals entscheiden, ne? Zwischen der Nintendo Switch und einer Wii U. Du hast halt die Switch genommen. Nein, das war es ja. Man hat mir die Entscheidung nicht gelassen auf 3U. Ich hätte 3U mit euch gerne gespielt, aber man hat mich nicht gelassen. Man sagte, nee, das ist zu alt. Naja. Und weißt du, was das Lustige war? Als ich dann die Switch und Monster Hunter Generations Ultimate von dem bekam, wir sind zum Laden gegangen, um noch ein neues Spiel zu kaufen, außer Generations Ultimate. Und das Dämliche war, da war so eine Konsole mit den Monster Hunter Dry Game sozusagen zu verkaufen, also beides im einen. Meinst du jetzt die Wii U oder die Wii? Du musst ja immer bedenken, dass es zwei Spiele sind. Ich bin mir unsicher, das ist schon. Es gab sowohl ein Bundle, also das habe ich damals, damals bekommen, also Monster Hunter 3 U im Bundle mit Monster Hunter, also die Wii U-Fassung, aber dasselbe Bundle gab es, soweit ich weiß, auch für die Wii. Das ist die Frage, war da eine Wii oder eine Wii U dabei? Ich glaube Wii U. Dann war es 3U, logischerweise. Ja, wie gesagt, ich hatte das Bundle mir damals gekriegt. Also, ich habe das Bundle damals gekriegt. Weil, beziehungsweise, damals gab es dieses Bundle in dieser Form noch nicht. Damals gab es ein Bundle mit beim GameStop mit zwei Spielen deiner Wahl. Also die Wii U plus zwei Spiele. Und damals habe ich Super Mario Bros. U. Das stimmt offiziell, aber tatsächlich ist es so, wenn du eine Wii U gehackt hast, kannst du immer noch online spielen, weil es Leute gibt, die haben seinen eigenen Server aufgemacht. Es gibt immer noch Leute, die Monster Hunter 3 online spielen. Es gibt auch noch Leute, die Monster Hunter 2 online spielen. Ich weiß. Du Arschgeige. Wir haben eine Arschgeige. Ja, offizieller Seite. Ach, dieses Ding? Jetzt weiß ich, warum du Arschgeige genannt hast. Ja, müsst bedenken, Arthur sieht alles verzögert. Er sieht das so, wie ihr im Stream seht. So, aufgeschlitzter Zombie am Morgen vertreibt untote Sorgen oder so. Plopp. Ich glaube, wenn Schmaul das gehört hätte, ich glaube, der würde nur mit dem Kopf eben so hin und her wackeln und die Hand langsam vor den Augen nehmen. Ja. So, noch ein Motto. Das war doch nur ein schlechter Witz, oder? Es war auch ein schlechter Witz, aber es war ein verdammt guter schlechter Witz.
Und ja, ich hab ja hättest auch... Du das vorhin, hättest du das vorhin gesagt? Hätte er einfach seinen Hammer gepackt? Patsch. Ich kann's ja mal probieren. Ich kann ja mal versuchen, einen schlechten Witz diesen Typen zu erzählen. Vielleicht ist er so dermaßen davon benommen, dass er selbstständig runterfällt. Das ist es ja. Da gibt's nichts zum Runterfallen. Natürlich. Überall da gibt's nur was, um die Aggression von den zwei abzubrechen. Und übrigens, es ist ein Boss, der von Anfang an zwei Bosse sind. Und ich bin unsicher, ob du Ornstein gerne töten würdest, aber Ornstein trägt den Namen Ornstein, der Drachentöter. Ich habe gerade eher Probleme, überhaupt an den Viechern da vorbeizukommen. Ich glaube... Bryce, aber warum trinkst du immer so viel? Weißt du nicht, dass es giftig ist? Ich habe gerade eher das Problem, dass ich gerne meine Waffe zum einen wieder reparieren lassen möchte. Zum anderen, ich brauche mal wieder eine stärkere Waffe. Das Bastardschwert wird nämlich langsam zu schwach und ich habe, glaube ich, keine Waffe. Dann musst du wieder zum Schmied hoch. Gibt's denn nicht hier in der Nähe einen Schmied? Nein. Brecher. Es gibt nur, glaube ich, 3 Schmieden komplett. Ach, du Dark Souls 1. Einmal ein Knochenschmied, ein Riesenschmied und ein... Eben den Schmied, den du schon kennst. So, was davon... Stimmt, da eine blöde Frage, Arthur. Was von diesen Werten ist eigentlich scheiße? Was von den Werten scheiße ist? Nein! Du sollst da rausgehen, verdammt! Oh Gott. Ich bin gestorben. Und... Ja? Ich hab grad nicht geschafft, aus dem Startmenü rauszugehen. Er hat die Fackel dir angemacht. Deine Fackel ist ausgegangen, hast du es nicht bemerkt? Er hat die nur wieder angezündet. Nein, ich meine mit... Also ich gehe jetzt nochmal drauf. Welcher dieser Werte... Von den Waffen ist der Angriffswert. Von den 5, 6. Das ist der. Ich glaube, das ist der eben ganz linke. Also der. Der mit 157. Okay, 157. Dann gucken wir mal. Haben wir irgendwas, was. Ja, die große Drachenaxt. Allerdings, die kann ich doch nicht benutzen. Ne? Flugspeer. Habe ich irgendwas? Also hypothetisch der Zweihänder hätte noch an der, aber der ist wer? Warte mal, woher hast du den Zweihänder? Den habe ich irgendwo gefunden. Ich mal so. Ehrlich. Ich geh zum Schmied. Nein, ich hab den. Hast du dafür den Zwiebelritter? Hä? Den Zwiebelritter? Okay. Welchen Zwiebelritter? Wer ist denn der Zwiebelritter? Der Zwiebelritter, der vor diesem Tor ist, wo du zweimal gefragt hast, wie macht man das auf? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe jeden Gegner erst inzwischen einmal besiegt, der bis jetzt einmal hier gekommen ist. Einfach nur um die Seelen zu bekommen. Der war kein Gegner, der war ein NPC. Den nennt man aber Zwiebelritter und sein Name ist Siegmeier. Oder meinst du jetzt hat den einen Typen da, den ich versehentlich nein, der ersten Parts angegriffen habe? Nein, das ist er nicht. Ansonsten habe ich nur einen. Wie gesagt, das ist Zwiebel. Wie gesagt, das ist nur ein Zwiebelritter. Ach so, du meinst den Typ mit dem Tor? Nee, den habe ich nicht besiegt. Zum Glück, weil. Glaub mir, dafür würden dich einige Dark Souls-Spieler hassen, einfach weil er relativ nett ist. Und aber einige Spieler würden dich von Dark Souls auch nicht hassen, weil der Ring, den er sozusagen droppt, auch halbwegs okay ist. Aber für den Kampf gegen diesen NPC ist der scheiße.
ich hab da. Ich sag das mal so, ich töte auch keine NPCs, wo du sagst, ich soll sie nicht töten. Und wo zur Teufel bin ich? Du bist da runtergesprungen, wo die Ratte war. Ein Spinning. Da war es ein Ab. Da war nämlich unten vorher die Ratte und das war eigentlich die Abkürzung, wie du zum Boss kommen konntest. Aber dieser Priester, den du gesehen hast bei diesen ganzen Ratten, den musstest du vorher killen, weil er dich sonst immer abgeschossen hat, wenn du bei den Drachen warst. Und übrigens, Bryce, wann bringst du den Drachen endlich seinen Kaffee? Er bittet schon wieder drum. Ich hab den doch schon umgebracht. Oh Gott, nein! Oh oh! Wo bin ich? Und übrigens, irgendwo gibt's da einen Ring. Wenn du den einsammelst, den kannst du dann ausrüsten. Und pro getöteten Gegner heilt er dich ein bisschen. Ah, das ist ja cool. Was, das ist dann der Ring des bösen Auges. Oh, ich hab das. Kannst du wirklich überall da unten lang gehen, wo du siehst. Das war ja knapp. Wenn nicht vorher zu Stein wirst. Ring des bösen Auges. Obwohl, ich glaube, hinter dir ist sogar da der Weg. Keine Ahnung, ich hab mich verlaufen. Ja, das ist eigentlich der. Wollte ich nur zum Schmied. Hier. Rüste den mal aus, weil jetzt pro getöteten Gegner heilt er dich ein bisschen. Moment, ich hab grad. Ich bin verflucht. Na null. Jetzt bist du eine schöne Steinstatue geworden. Nobody's know it's please. It's my soul in my end gewisch. Ja gut, ich sammle ja jetzt eben ein paar Seelen ein. Ja. Und jetzt geh mal beim Inventar und rüste das aus. Und übrigens, wie gesagt, es gibt 4 Schmiede und der andere Schmied ist dann so ein Magier-Schmied. So, absorbiert TP von gefallenen Gegnern. Der TP? Stand ah, TP. Absorbiert. TP, Trefferpunkte nehme ich stark an. Ja. Aber der hält dich auch wirklich dann nur, wenn du Damage auch hast. Ja, ich sehe es ja, dass ich Damage habe. Ich hab ja. Und jetzt kommen wir auf deine HP. Was soll ich? Auf deine HP achten, sobald du einen Feind gekillt hast. Ich habe schon gesehen, dass meine HP geheilt werden. Ja, aber wie gesagt, es heilt einen nicht so viel. Ja, sagen wir es mal so, es ist. Und übrigens beim Schmied hier die Reparaturbox kaufen, weil dann kannst du wirklich immer ein Bonfire sofort alles reparieren. Ich glaube, das werde ich sogar machen. Aber für mich ist es momentan wichtig, eine Waffe zu. Was brauche ich denn, um die Axt überhaupt benutzen zu können? Dann geh mal kurz, sobald du da die Gegner alle getötet hast. Halt, ins Inventar und dann sag ich's dir. Da ist noch einer. Ich hab halt Angst, wenn ich jetzt. Ich gehe zu einem Bonfire. Ich werde jetzt sowieso zum Spiel gehen, also kann ich genauso gut zu verschiedenen Bonfires gehen. Ja, obwohl. Nee, das stimmt. Da sind ja noch diese Fackelhöhlen. Wenn ich überleben würde. Ah. Was? Ah, es weckt doch mal wieder gut an, dieses ganze Projekt. Okay, dann zeige ich dir erstmal die Waffe.
Wo ist sie denn? Da ist sie. Also Großaxt des Drachenkönigs hat eine Stärke von 380, 000, 200, 399, 24.0. Was davon ist jetzt wichtig? Menschlichkeit, Sabrei, Kondition, Stärke. Ich weiß halt nicht, was muss ich machen, damit ich die benutzen kann. Es ist ja schon ein gewaltiges Schritt nach vorne, verhältnismäßig zu meinen Bastardschwert, das nur 157 hat. Das ist ja fast das Doppelte. Das ist, nee, halt. 150 plus 300, das ist mehr als das Doppelte, was es dann als Schaden macht. Gut, ich nehme mal an, sämtliche Axt ist stärker als Schwert, wenn ich das mir so anschaue. Selbst die große Axt ist schon fast auf der Ebene von meinem Schwert. Also ich habe es dir erstmal angezeigt, es wäre jetzt nett, wenn du es mir mal sagen würdest. Was? Okay, wart mal kurz. Wieso hörst du mich jetzt nicht mehr? Weil das Fenster mal wieder... Nee, da ist es doch. Das Fenster. Ich höre dich jetzt auch gerade nicht mehr. Test? Test? Okay. Okay. Geht doch. Geht doch. Also ich kann mich hören. Ah, blöder Idiot. Wieso hörst du mich jetzt? Also muss der Mikrofon ausgefallen sein. Ich weiß ja nicht, benutzt du ein Headset? Wieso hört man ihn jetzt nicht mehr? Hä? Nicht, woran das liegt. Also meine Einstellung ist ja noch alle in Ordnung. Ich kann alles hören. Also bis auf dich, aber das ist dann bei deinem Handy. Du musst dein Handy da neu starten, Arthur. Dann stimmt was mit deinem Gerät nicht. Du musst dann nochmal von Discord runter und wieder rauf. Das hatte, glaube ich, Beverly früher öfters da mal. Das liegt daran, dass du die App verwendest. Also komplett das Handy aus und wieder einschalten. Ne? Es sei denn, du hörst mich jetzt. Jetzt höre ich dich wieder. Fucking nochmal, wie spät hast du das erste Mal bemerkt? Nachdem du es geschrieben hast. Super, es hat ja, aber dass ich wirklich plötzlich so still wurde, dass dir es nicht aufgefallen ist. Naja, sag mal so, es passiert dir öfters, dort ich bin gestorben. Ja, ich hab gesehen, ein Schleim wollte versuchen, dich zu küssen. Ja, was wollte ich gerade sagen? Du wurdest von Schleim geküsst. Das nicht. Was wolltest du sagen? Davor. Ich wollte wissen. Du wurdest von Riesenpilz gemacht. Nein, ich wollte wissen. Ach, das? Mit der. Da geh mal kurz aufs Inventar zurück. So, jetzt bin ich wieder. Weil ich hätte es dir gesagt, wenn du mich hören könntest. Dann hinterher drück mal entweder X. X? Ja. Füße. Nötige Attribute 50 Stärke. Ich hab erst. Bei der Großaxt sind es, glaube ich. Bei der Axt, der ganz normalen Großaxt und nicht die Drachenkönig-Axt,
steht auch, was du bei der brauchst. Und so ist das eigentlich bei jeder Waffe. So. Da brauche ich eine nötige Stärke von 32. Ich muss also meine Stärke erhöhen noch. Das heißt, ich muss leveln. Kurzum, würde ich sagen. Wenn ich das richtig verstehe. So. Das Problem ist halt eben, was ich halt eben auch habe, dass ich ein bisschen technisch gesehen Probleme habe mit meinem Leben, ja. Genau. Ich brauche jetzt erstmal 5000 Seelen. Das ist jetzt hinterhältig. Sag mal bitte nicht, dass du schon wieder weg bist, Arthur. Ja, weil ich still bin. Oh, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Oh, ich hab beide auf einmal erwischt. 500. Ihr Dreckschweine! Muss ja irgendwie überleben. Ich finde es übrigens gemein, dass Fluch 1000 Punkte kostet. Nur so nebenbei. 5000 Seelen. Mich vom Fluch zu heilen. Weil Fluch ist doch einfach extrem behinderlich. Vor allen Dingen ist es ein Dauerhaft. Oh, ich glaube, da kommt noch ein paar Plätze, wo du Fluch entgegentreten musst. Ja, aber ich finde halt eben den Preis für das Item ungerechtfertigt. Wenn du, wie soll ich sagen, für einen Wert, der relativ schnell weggeht, 100 bezahlen musst, also der einfach wirklich von alleine weggeht, und du dann für etwas wie Fluch gleich 5000 zahlen muss, was nicht weggeht, ist es unfair einfach nur. So. Du hast nicht genug Seelen. Reduziert Fluchsteigerung und hebt Fluch auf. Es kostet sogar 6000 Seelen. Ja, aber der verkauft dir auch wirklich nur einen davon. Der bei der Kirche ganz oben, der NPC, der verkauft dir unendlich davon. Wie unendlich. Genauso wie bei Menschlichkeit, glaube ich. Da sind. Obwohl, nee, da sind es 4. Das zeigt sogar an. Und wenn 0 im Lager steht, dann glaube ich wirklich nur das eine Atem. Nee. Okay, ich habe schon das wird's nicht allzu lange mehr gespielt. Das merkt man, dass ich das mit diesen Handeln nicht ganz so erkannt hab sofort. Ach, du Drecksau. Ich gehe jetzt wie gesagt zur Kirche, weil du auch gesagt hast, dass das billiger ist. Oh Gott, deswegen habe ich mich erschrocken. Ich dachte, ich falle runter in den Tod. Wo? Ach, das.
das ist ja auch echt gemein, wenn man hier zurückläuft, das sieht man doch gar nicht, wo man hinläuft. Ja, schon. So, dann gehen wir mal hoch zur Kersch. Das werden ja immer mehr hier hinten. Ja. You are undead as well. Ach stimmt. Und übrigens, die verschwinden irgendwann auch noch. Und davon werden die zwei zu Höhlen. Also jetzt keinen davon angreifen, sonst werden alle auf dich wütend. Und die eine wird die dann auch heilen. Achso, also niemanden angreifen. Hm? What have we here? Ja. Oder davon wirst du Death Squadded. Okay. Aber das Problem ist, wenn die zu Höhlen werden, greifen die dann nicht die anderen an? Nein, die sind dann schon da, wo du vorher hingehen wolltest, nur dass du bei den jeweiligen Gebiet nicht weitergekommen wärst, weil du bei dem Gebiet wirklich nichts sehen kannst. Gar nichts. Hä? Aber bist du da unten im Keller oder was? Ja, da, wo, bei den Katakomben eben. Da wäre dann, glaube ich, das Grab der Riesen noch gewesen nach dem Boss. Ich glaube, das ist sogar der einfachste Boss aus diesem Dark Souls Teil. Also man kommt ja eigentlich doch relativ schnell zum Priester. Ja. Du musst dich einfach nur nicht allzu dämlich anstellen. Ich weiß nicht, wieso hier so viele Trottel sind. Die sind dafür da, wenn der Priester noch lebt, dass die gestärkt werden, damit du schwerer zum Gargoyles hochkommst. Ja, aber nachdem die Priester halt wechseln, ich verstehe halt. Ich verstehe. Die bleiben einmal, weil die nicht despawnen können. Und zweimal, damit sie sich trotzdem noch weiter aufhalten. Dass sie einen echt aber auch gleichzeitig nicht zu viel sehen dir geben, damit du dann auch immer, wenn du von Bonfire hin und her rennst, also von Schmied Bonfire da hoch rennst, sofort einen dieser Steine holen kannst. So, aber ich habe glaube ich nicht genug. Ich muss noch weitere Viecher töten. Greetings and welcome back. I am pleased to see the preserving and humanity. So, 3000 kostet das nur. Ja. Oh. Anklage. Dann waren es wohl 5000 bei Dark Souls Remastered. Keine Ahnung. Ja gut, das hier ist ja noch die alte Version. Ja, das stimmt. Eine blöde Frage. Du hast ja offensichtlich Dark Souls Remastered gespielt. Wie findest du denn den Unterschied zwischen den beiden Versionen? Also logischerweise läuft es flüssiger und es sieht ein bisschen schöner aus. Aber findest du jetzt... Nein, schon schöner aussehen ist beides gleich, kann ich schon mal sagen. Okay. Aber ich sag mal so, sie haben da zwar davon die Bugs entfernt, das Online-Spielen haben sie aber, wenn man gegeneinander kämpft, so schäbig dreckig gemacht einfach. Da könnte man denen einfach nur einen Mittelfinger zeigen und sie wegschubsen. Dass sie das einfach so viel schlechter gemacht haben. Mal wirklich, die müssen nur einmal an deinen Rücken stehen und du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Bei Dark Souls 3 geht das nicht mehr und bei Dark Souls 2, da musst du erstmal richtig hinbekommen, wie du da perfekt stehen musst. Naja, ich weiß halt nicht. Ich fand halt, als ich gehört habe, es soll ein Remaster zu Dark Souls geben,
Ich fand das tatsächlich irgendwie unnötig. Vor allen Dingen für die Xbox One, weil du kannst Dark Souls nämlich auf der Xbox 360, soweit ich war, Xbox One über die Abwärtskompatibilität spielen. Als ich Remastered auch fertig hatte, fand ich das eigentlich auch relativ unnötig gemacht, das meiste davon. Da hätte ich eher gesagt, hätten die gesagt, die machen eine komplette Collection. Also, keine Ahnung, The Souls Go Must Gone On oder weiß der Kuckuck was. Also, dass man halt sagt, alle Souls-Teile. Da hätte ich gesagt, okay, also Dark Souls 1, 2 und 3 und Demon's Souls. Was ist mit denen? Dass sie ein Remastered bekommen auf der Switch oder? Nee, dass man halt sagt, wir machen eine Kollektion mit allen Spielen zusammen. Dann hätte ich das als Grund für eine Remasterung eher gefühlt als, dass man nur Dark Souls 1 remastert. Und übrigens, das sind Seelen. Also, falls ihr die Seelen holen möchte. Obwohl, stimmt, geh mal in Inventar, ich glaube, du. Ach, ich hab ja noch hast nämlich die Seelen, die du eingesetzt. Ich hab ja noch Seelen, ja. Stimmt. Jetzt fällt mir das auch wieder ein. Aber gut, jetzt habe ich schon 3205 Seelen. Ja, vielleicht kannst du jetzt ja auch zwei Sachen davon sammeln. Nein, wenn dann will ich dann noch kaufen. Ich will da noch ein bisschen was sparen, um mein Level zu erhöhen, damit ich die Axt benutzen kann. Okay. Falsche Richtung. Da muss ich halt auch gucken, welchen Wert, dass ich die Werte richtig erhöhe. Nämlich, ich will die Drachenaxt da verwenden. Die scheint ja eine Menge Kerbholz zu haben. Ja, aber das sollte es eigentlich auch. Du solltest dich nicht zu stark auf Stärke konzentrieren. Weil das könnte sonst in zukünftigen Abteilen schwer für dich werden. Ich bin gestorben. Ach gut, ich habe ja meinen Bahn gespeichert, insofern ist es nicht schlimm. Muss einfach nur wieder hochkommen. Ich hab's gesehen, ich dachte erstmal so, der wurde von den zwei Höhlen gekillt. Oh, er hat überlebt. Dann der Fall von hinten so, nope, he didn't survive. Ja. Wie immer freundlich von den Viechern. Nee, das Problem ist, ich will ja eigentlich nur die stärksten Waffen benutzen. Mir geht's halt darum, die Gegner halt denen auch Schaden zuzufügen, wenn sie halt so nervig sind wie so Giftviecher. Da musst du eben, du musst generell zum Schmied zurück, weil du kannst das, die große Klug, die du bekommen hast, eben den Schmied geben und damit kannst du deine Waffen dann auf Level 10 machen. Ich gehe jetzt erstmal zum Spiel, würde ich sagen. Also ich sammle jetzt wieder meine Sachen ein, dann gehe ich zum Spiel. Angehen wir uns darauf. Ich habe keine Ahnung, was du denn meinst. Wie immer. Kurz, Blut, gleich stärkere Waffe. Gut. Und Blut und dein Inventar. Blut, gleich Schmied, gleich stärkere Waffe. Ach, du blödes. So, wo ist mein Soul? Da ist mein Soul. Oder meine Souls. Achso, aber erstmal gehe ich. They are back in your body. Zuerst gehe ich mir den Fluch heilen. Der ist mir am wichtigsten gerade, bevor ich zum Schmied gehe. Ja, du sollst es auch machen. Nochmal 200. Und übrigens, du hast eine stärkere Waffe schon für den der eigentlich für den Gargoyle-Boss geeignet war, schon bekommen, bevor du da hingegangen bist, außer das Bastardschwert. Du hast sozusagen das Bastardschwert umsonst damals gekauft. Das war nämlich die Helbarde. Ja, sag's dir offen, ich bin eher ein Schwertkämpfer. Also ich hab ja am Anfang ein bisschen mit anderen Waffen gekämpft, aber ich weiß nicht, das Schwert fühlt sich für mich am besten an. Ich würde ja am liebsten das Schwert einfach weiterverwenden. So ist es nicht. Das ist wie bei Monster Hunter, kann man das vergleichen, meines Erachtens nach. Ich fühle mich einfach mit Doppelklingen am wohlsten, auch wenn ich weiß, dass zum Beispiel Großklingen und so
effektiver sind. Ja, seit heute spiele ich mit Doppelklinge auch relativ gerne gegen zum Beispiel Kofdarot, weil der Meisterin Kofdarot hat mir so scheiße oft den Arsch einfach gegrillt. Aber das ist ja auch nicht World, sondern hier Dark Souls. Ja, ich weiß, aber trotzdem, es ist halt... Wieso sollte ich eine Waffe benutzen, ne? Die ich persönlich schlichtweg nicht mag. Also, es ist einfach nur menschlich. Sag mir jetzt nicht, ich hab's nicht gekauft. Ich dachte, ich... Doch, hast du. Ich wollte es gerade. Du musst halt einfach nur in den Inventar gehen. Ach, da ist es. So. Ja, ich... Nein, das nicht grad, das. Ich mach's gerade echt zu kompliziert. Ich hab's bemerkt. Ja. Und übrigens, diese Nebelküchlein, weißt du, was das ist? Was denn? Nebelküchlein? Keine Ahnung. Du kennst doch diese Orks, oder? Orks? Nö. Ja, die, von denen du das eben getroppt bekommst. Die dich vorher sonst immer gekillt hatten bei Schandstadt. An Anfang. Ah, meinst du diese komischen... Eben die Fetten mit diesen Coin. Ach so, ja. Das ist ihre Kacke. Ach so, eine Scheiße aber auch. Ich habe einen Witz darunter erkannt. Oder ein Stück von ihrem eigenen Fleisch, keine Ahnung. Aber ich glaube, es wäre mehr Kacke, weil Dark Souls hat da ab und zu diese Punkte. Ja. Aber ich glaube, mehr Kacke. Auf zum Schmied des Golderz abgeben. Ja, die große Glut. Ach, so heißt es. Okay. Ich hab da wirklich was? Ich hab's gar nicht bemerkt. Ach. Doch, das war in dieser einen Truhe drinne hinter der ersten Metzgerin. Ach so. Okay. Kann ich damit eine Waffe verbessern bis auf Stufe 10 oder einfach nur den Schmied dazu verfähigen, alles auf Stufe 10 zu verbessern? Ja. Einfach zu fähigen. Oh, stimmt, ja, jetzt fällt's mir auf. Das Schild verbessern bringt dir was. Damit kannst du dann zukünftig, sobald du den großen grauen Wolf Sif besiegt hast, ein ziemlich starkes Schild machen. Wenn du den trägst und man dagegen schlägt, wirklich egal, was für ein Vieh dagegen schlägt, es zieht dir extrem wenig Ausdauer erst nur ab. Gut. Hat mich jetzt ein paar Life Points gekostet, aber was soll's. Ich renn jetzt. Life Points? TP Trefferpunkte. ZB Zombie Punkte. Was dir lieber ist. Zombie. Du kannst ruhig Trefferpunkte oder so nennen, wie du möchtest, wa? Ich nenne die auch oft gerne HP. Weil ich von TP eher verwirrt bin. Sagen wir es mal so, der beste Witz war ja, komplett anderes Spiel, Kingdom Hearts. In Kingdom Hearts 1 heißt LPKP und MP. Und in Chance of Memories heißt es plötzlich HP, die KP und die jetzt verstehe ich, die haben die haben keinen Plan von HP. KP, kein Plan. Große Glut hergeben. Magnificent. Ja. You won't be disappointed. I can hardly wait to get started. Waffe Ausrüstung umwandeln. Waffen verstärken. Ich hab gerade eben gesagt, Waffen verstärken. Ich kann das. Und jetzt geh mal hier bei. Aus oder besser gesagt, versuch Gegenstände mal kaufen bei denen. Kaufte? Gegenstände kaufte. Scherbe. Aristos Wappen, verschiedene Tour mitten im Wald, aber da brauche ich wesentlich mehr Seelen. Und auch für die Rüstungs- und die Waffenspielkiste habe ich nicht genug. Ich habe für alles nichts genug. Nein, davon nur
nur Reparaturkiste kaufen, weil Waffenschmiedkiste, damit verbesserst du deine Waffen. Die kann ich auch an nicht dein... kaufen. Ne? Ja, besser gesagt, sammel dir 2000 für die Reparaturkiste. Was ist der Boss da unten? Kann ich den schon besiegen oder nicht? Welchen Boss da unten? Den Ach, du Boss. Meinst diesen komischen Golem? Das, ja. Das ist nur ein Miniboss, aber ja, den kannst du besiegen, aber sozusagen je nach Spieler muss man es eben können. Ich versuch's mal. Ich meine, mit die Fackel ist ja direkt oben. Und was ich vergessen habe zu erzählen, ist, der hat relativ viel AP. Obwohl, das ist, glaube ich, schon selbst mehr. Und übrigens, das, was du an seinem Rücken siehst, also das, was aussieht wie ein Schweif, ist kein Schweif. Das ist sein Bein. Und ich bin gestorben. Okay. Schade. Wobei ich relativ viele HP abgezogen habe. Nein, hast du eigentlich nicht ganz. Doch, ich habe mindestens 3/4 abgezogen. Nein, nicht, wenn du genau drauf geguckt hättest. Das war, glaube ich, nur so 2/4 oder 1/4. Natürlich, ich war ja fast bis zum Ende so seinen Lebenspunkten. Ne? Ja, okay. Ja, und mal. Wie gesagt, das ist glaube ich auch noch der Schwächste, weil je nach Gebiet kommen immer stärkere. Aber die sehen immer gleich aus. Also ich versuch's doch mal, ich habe irgendwie Bock darauf. Worauf? Den zu killen? Ja, um Seelen zu bekommen. Oh. Naja, dann viel Spaß. Das Problem, was ich finde, ist, dass man jetzt hat. Dass wir jetzt satt? Ah. Und so am besten erst. Und jetzt was auf den Boden geht. Oh, du hast Glück gehabt. Sein Grab Attack hat dich nicht erwischt. Aber wenn er dich damit erwischt hätte, dann hätte er einfach dich zweimal auf den Boden gestampft damit. Und übrigens, wenn du das Ding killst, kannst du auch seinen Stab bekommen. Noch ein Grund, ihn zu töten. Hä? Wenn du den tötest, kriegst du den Stab an. Von denen. Und nein, der Stab ist nicht dafür da, um den zu töten. Aber er, das ist schon eine relativ gute Waffe. So. Weil Magie Schaden durch Rüstung durchgeht. Also ich finde schon den... Aber was ich nicht verstehe ist, die Waffe von denen hat Magie drauf. Aber das Vieh benutzt Donner. Warum ist da kein Donner-Element drauf? Weil Donner-Element gibt's ja in Dark Souls. Ich bin immer so nah dran. Das Problem ist, das was du schon mal erwähnt hast mit dieser scheiß angefangenen Kombo. Wenn man sich einmal zu viel verdrückt, dann macht er erstmal die 3 Attacken, obwohl man schon längst die 3 Knöpfe gedrückt hat und erst dann kann man die nächsten Befehle eingeben. Anstatt einen Befehl abzubrechen. Das ist übel, sprach der Dübel und verschwand im Preiswand, auf das ihn niemand mehr fand. Ich werde hier mal, weil es meiner Ansicht nach wichtig ist, hier das mal aktivieren, dass wir. Also, ich werde es mal entfachen und aushöhlen. Also. Nein, das solltest du am besten nicht machen. Ja, doch, ich brauche 10 Dinge, um den Boss zu bekämpfen. Ja, das bringt dir ja nichts. Ich will aber den Boss besiegen und um den zu besiegen, brauche ich insgesamt 10 Estusto-Flaschen. Ach, deswegen. Ich dachte jetzt schon, weil du dachtest, das macht dich stärker. Nein, mir geht's darum, 10. Weil das macht. Nee, es geht mir darum, dass ich die 10 Estus. Das habe ich jetzt auch bemerkt. Dass es mich nicht stärker macht, habe ich inzwischen auch kapiert. Auch wenn es viele sagen, dass es einen stärker macht. Doch, das macht. Doch, das macht einen stärker, aber das merkt man erst, sobald man davon 10 Punkte auch wirklich da drin hat. Hä? Aber am meisten merkt.
man seine Artorias-Rüstung. Das ist eine DLC-Rüstung und Waffe. Au. Ach, Bryce, jetzt hör schon auf und lass dich nicht von Golem-Bitch slappen. Und dann kommt wieder da. Ich bin geschockt. Wovon bist du denn geschockt? Vor den Schocker? Na, also geht doch, ich habe ihn vernichtet. Und 2010 erhalten. Und die. Oh, das reicht. Das reicht ja sogar für die Reparaturkiste. Ja. Na schade, ich dachte kurz, du hättest den Stab bekommen, schade. So. Gegenstände kaufen. Reparaturkiste. Okay. Und übrigens die Rüstungsschmiede. Sachen, damit kannst du sozusagen sind es zwei verschiedene Items. Weil mit den anderen kannst du Waffen verbessern und mit den anderen Rüstung und so weiter. Beides hast, kannst du beides sozusagen gleichzeitig machen. So, jetzt bin ich neugierig. Was ist hier draußen im Wald? Soll ich überhaupt. Lebendige Büsche. Ja, das kannst du schon, weil da gibt's göttliche Waffen, die gegen die Skelette, die, weil die Priester beleben die ja wieder. Und da gibt's einen Boss, von dem du dann hinterher göttliche Glut bekommst. Wenn du die göttliche Glut den Schmied gibst, kannst göttliche Waffen machen, womit du die Skelette tötest, die eigentlich von diesen Pyromanten die ganze Zeit wiederbelebt werden. Aber sobald du die mit göttlichen Waffen tötest, die Skelette, kann der die nicht wiederbeleben. Ah, und hier kriegt man sogar Moos. Oh, das finde ich praktisch. Ja. Finsterfurzgarten? Das habe ich gerade gelesen. Und übrigens, pass auf, weil hinter... Obwohl, nee. Das hat, obwohl, geh da immer ganz runter, weil da ist einmal ein ganz gutes Schild, wenn du da ganz runterläufst in Zickzack. Und du wurdest von Gebüsch gefressen. Nee, ich habe das ganz knapp überlebt. Ja, ich hab's gesehen, aber ein Gebüsch hat dich angeknabbert. Warte mal. Hast du da gerade etwa was gesagt mit, du hast überlebt? Ich hab den Angriff überlebt. Ich dachte, aber ich bin ja auf der Suche nach Stärke. Beziehungsweise nach einer Möglichkeit, die Viecher unten im Keller beim Ding relativ schnell zu besiegen. Deswegen ist mir das jetzt gerade lieb, nach etwas zu suchen, was meine wahre Stärke hervorbringt. Wenn du verstehst, worauf ich hinaus will. Nicht ganz. Ich suche nach den heiligen
Karl. Den heiligen Karl? Ja. Obwohl, ich glaube, so eine ähnliche Waffe bekommst du sogar, wenn du den schwarzen Ritter ganz unten von diesem Zickzackweg bekämpfst und Glück hast und seine Waffe bekommst, dann hast du sozusagen das auch. Aber das ist, glaube ich, sogar die... Dann, die heißt zwar anders, eben Schwarzritter Hellbardel, weil das ist dann, glaube ich, sogar die stärkste Waffe, die du komplett finden kannst. So, zumindest von Nahkampf her. Jetzt habe ich zumindest den Busch gestutzt. Und weh, du wirst schon wieder von Gebüsch gefressen. Gefressen? Ich habe gerade die Vorstellung, ein Kind schlägt ein Gebüsch mit einem Stock und die Mutter sagt den so, hör damit auf, der hat dir doch nichts getan. Er hat aber meinen Bruder gefressen. Okay. Dann kriegt der Ausdruck fleischfressende Pflanze doch glatt mal einen neuen Begriff, oder? Ja, das stimmt irgendwie sogar. Und übrigens, ganz hinten siehst du einen Tor mit so einem komischen leuchtenden Punkt in der Mitte. Und da kannst du dieses Autorias-Siegel benutzen, was du für 10.000 kaufst. Aber du solltest nicht öffnen, weil dahinter wartet dich wortwörtlich der Tod. Das sind erstmal so NPCs, relativ viele, die du bekämpfen musst. Und übrigens, jetzt achte von Tor aus links, wenn du direkt vor dem Tor stehst. Ist ein Bonfire hinter einer Wand. Was? Ein Bonfire hinter einer Wand? Ja, geh zurück. Ah. Ich kann mal wieder nicht A drücken. Danke, Spiel. Also ich kann die Alters mal wieder nicht Falle. Wegmachen. Nein, das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Nein, ah. So, jetzt kann ich wieder A drücken. Aber dafür kriege ich wenigstens viel Zeug. Ja, aber dafür sind die jetzt immer dauerhaft aggro auf dich. Also immer wenn du da vorbeikommst, rennen dir sofort 3 Büsche entgegen. Okay, also hier irgendwo soll hinter einer Mauer was sein. Und da ist ja, jetzt stell dich da nochmal so Punkte auf vor dem Tor hinter dir. Eine Sekunde, ich hole mir noch die Seele des Soldaten. Achso, ich sehe gar nicht, was jetzt in den Kommentaren passiert. Verdammt, tut mir leid, Leute. So. Okay, Retro ist gegangen. Gut. So, ich stehe jetzt genau vor dem Gate. Und jetzt punktgenau vor dir, obwohl, jetzt stehst du ja punktgenau. Jetzt guck mal nach links. Ich guck nach links. Siehst da die eine Wand in der Mitte, wo so ein komisches Torabzeichen aussieht? Ob wäre das so eine... Also das sieht so aus, ob wäre das so ein Tor? Du meinst das, was... Nö. Schlag da mal gegen. Da, wo du gerade standest. Schlag da mal gegen. Ah, okay, ich hab's. Falsch. Ich hab's. Und jetzt sehe ich's. Ja, das ist richtig. Und jetzt kannst du da immer so jeweils lila Kraut sammeln. Ach, ich gehe jetzt einfach mal durch den Nebel. Das sollte es besser nicht, weil da sind so komische Steine. Geil! Ja. Das haben sie echt. Die haben mich. Naja, was soll's. Ach, die haben mich angeknabbert? Oder wer? Der Baum bewegt sich. Ach, diese Steinfiguren? Ja, von denen solltest du wegrennen, weil die können dich verlangsamen.
Welche Stahlfiguren? Aha. Und der ist lebendig, der Baum. Der kann. Da unten erwartet dich ein. Obwohl, mach den Baum kaputt. Mach den Baum kaputt und geh dann da runter. Und jetzt bist du langsamer und kannst nicht mehr wegrennen. Hä? Wieso? Geht doch alles. Ich soll den Baum kaputt machen? Ah, ich kann. Ja, da wo du gegengestanden hast. Ja, hier den einen Baum, den du da siehst, den fetten. Okay, da. Ich hab ihn kaputt gemacht. Und jetzt geh mal den Weg, den der sich da eben geöffnet hat. Okay, ich gehe den Weg. Und übrigens, ja, das ist so ein. Nein, nicht da, wo du gerade hinläufst. Da, wo der Baum vorher stand, hat sich dann so ein Weg geöffnet, den er blockiert hat. Ja, ich hab ihn. Ich gehe den jetzt. Du musst immer bedenken, ich bin ein bisschen im Hinter. Du bist ein bisschen zeitlich. Ich sehe es schon. Deswegen, so. Ich mach was komplett anderes, was wir eigentlich heute machen wollten. Ja, aber sozusagen lohnt sich das auch, weil ich glaube, du bekommst da auch einen Ring, der relativ effizient sein kann, weil dann kriegst du, glaube ich, von keinem Gegner mehr, der dich schlägt, so Rückstoßschaden. Also sozusagen, du wirst von einem Angriff abgebrochen, dann kannst du die ganze Zeit zuschlagen und dein Angriff wird kurz. Das ist der Trutzmatter aus Monster Hunter World. Was? Ja gut, ich kenne mit den ganzen Gadgets aus Monster Hunter World mich nicht aus. Du kriegst keinen Rückstoß und bleibst still stehen, ob wer nichts. Und übrigens, da oben ist auch noch so eine komische Steinfigur. Wow. Du wurdest getötet, nicht wahr? Jetzt, ja. Jetzt bin ich getötet worden. Ah, da. Und jetzt? Du solltest eigentlich auch, wie gesagt, immer auf die Steinfiguren konzentrieren, weil du siehst ja. Das Problem an der ganzen Geschichte ist etwas schwierig, wenn du von Salamanderviechern umzingelt bist. Die machen kaum Schaden. Glaub mir, es ist wichtiger, lieber diesen komischen Riesen zu töten. Okay. Und da ist auch nochmal so ein anderer Weg hoch gewesen, außer den, den du runtergekommen bist. Da ist dann so ein Ring. Jetzt muss ich als allererstes erstmal wieder hier. Achso, da sind ja meine Freunde wieder. Meine Freundin? Meine Freunde! Ah. Obwohl, bei dem Baum bin ich mir eigentlich gar nicht sicher, ob es Freunde oder mehr Freundinnen sind. Es sind einfach, ich nehme an, wortwörtlich lebende Pflanzen, aber sie tun eigentlich einen nichts. Aber wie hat doch der eine schon mal gesagt? Der Verrat an sich ist ja das Menschlichste, was es gibt. Aber wenn die Pflanzen einen verraten, dann weiß ich auch nicht weiter. Nein, du verrätst ja die Pflanzen. Wenn du verstehst. Und dann stehen die Pflanzen auf einmal wegen Dark Souls auf und zeigen dir den Mittelfinger so. Fuck you. Und jetzt nicht da hinten hingehen, weil da ist hinten links von dir jetzt, ich meinte rechts, so ein, noch so ein Loch in der Wand. Na toll. Du meinst, da wo die Gegner sind, warum sollte ich die nicht aufbeschwören? Es sind lebende Seelen. Ja, und dein lebendiger Tod. Wegen diesem Steinsoldat. Hm. Wieso? Bis jetzt habe ich alle besiegt. Jetzt erledige ich den Steinsoldaten. Apropos Steinsoldat, den anderen Weg, den du da hochgehen kannst, wenn
etwas zu guten Ring und der gibt dir besser den. Ja, da ist auch ein Steinsoldat. Okay. Der erste war wesentlich einfacher. Oh Gott, was? Ich will halt alles töten, ich brauch die Seelen zum Leveln. Ja, aber was ist wichtiger? Lebendig bleiben oder sterben? Naja, dadurch, dass man ja die Seelen wieder einsammeln kann, Ja, aber du stirbst ja so oft, dass die Seelen dann hinterher auch wieder verschwinden. Nee, ich sammle sie ja immer wieder ein. Das ist es ja. Ja, aber dann kriegst du hinterher in die Fresse wieder und die sind wieder da hinten. Dann musst du die ganze Zeit dahin laufen und wirst da dauerhaft immer wieder, sobald du dahin rennst, gekillt. Und deine Freunde sind doch hinter dir. Hast du vergessen? Ich hab's bemerkt. Aber es werden immer mehr Seelen. Das musst du immer bedenken. Ja, aber dann hinterher ist es noch so frustrierender, wenn du alle verlierst dort. Das ist halt eben ein Risiko, das man eingehen muss. Das ist ein Risiko, was man nicht eingehen soll. Nie eingehen sollte in Dark Souls. Ach, ich hab da ein gutes Gefühl. Vor allem hier in dem Gebiet, weil die Gegner sind nicht stark. Zumindest kommen sie mir nicht stark vor. Bis es auf die Steinsoldaten, aber das ist jetzt nicht der Rede wert, meines Erachtens nach. Ich muss nur den Kniff rauskriegen. Die Steinsoldaten sollte man ja auch eigentlich sogar... Da sollte man hin, bevor man zu... Besser, du solltest erst bei Arnor Londo gewesen sein, bevor du Steinsoldaten bekämpfst. Also bin ich zu früh hier, oder was? Man könnte schon fast sagen, aber da gibt es einen Ring zu holen, der relativ wichtig sein könnte. Das ist der Wolfsring und wie gesagt, wenn du den ausgerüstet hast, kriegst du keinen Rückstoß mehr. Und du kannst die ganze Zeit draufschlagen und musst dich jeweils eh kein. Kurz, keiner deiner Angriffe kann mehr abgebrochen werden. Außer wenn der Gegner das mit Schild eben blockt. Und ja, mir geht's halt, wie gesagt, eher darum, Und übrigens, das ist auch dafür bekannt, dass die Gegner ab und zu durch den Boden fallen. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst mit... Dann wird verlangsamt. Ah, jetzt habe ich ihn besiegt und bekomme 600 Seelen. Ah, schön. So, und wo ist... Und wie das? Gesagt, da oben ist noch ein... Aber dann musst du erstmal warten, bis ich das auch sehen kann. Da links von dir... Nein, jetzt... Ach, da. Ich habe den Weg gefunden. Okay. Zumindest führt es nach oben. Ich fühle mich wie ein Deku-Baum. Ich verstehe es auch eigentlich irgendwie. Und übrigens, da kannst du jetzt auch runterspringen, weil da ist auch etwas weit, zwar ein bisschen weiter runter, aber von HP her solltest du das überleben. So, wichtig ist erstmal, dass ich den Steinsoldaten hier erledigt habe. Ja. Und wie gesagt, da oben liegt sowas. Den bekommst du nicht von Soldaten. Den Wolfsring. Ja gut, wenn ich rüberkomme, das ist die Frage. Wenn ich da jetzt sterbe, ist es irgendwie un... Nein. Nein, da stirbst du nicht. Und übrigens jetzt in den Metall gehen und den Ring ausrüsten. Und hier, da kannst du... Nein, du kannst auch wirklich sofort runterspringen. Gestorben. Ich sag dir auch, von HP her würdest du das überleben. Du hattest aber nicht volle HP. Oh nein. Oh nein. Du hattest keine volle HP. Du hättest noch überlebt. Und jetzt kannst du in der Mitte diesen Ring ausrüsten. Jetzt kriegst du keinen Rückstoßschaden mehr. Kurz...
Das Problem ist, welchen Ring soll ich dafür jetzt rausnehmen? Der Ring, der zerbricht, sobald ich ihn abnehme, oder den Ring, der... Nee, der nicht zerbricht. Das habe ich mir schon gedacht. Kurz gesagt, der Ring, der zerbricht, nie abnehmen. Wirklich nie. Okay, ich hab's kapiert. So. Jetzt muss ich mir erstmal meine HP wiederholen. Du meinst Seelen. Seelen, genau. Und jetzt ist dann sozusagen, ja, wenn du geschlagen wirst, kriegst du ja keinen Rückschuss jetzt mehr. Aber hey, weiß, soll ich dir mal wieder was sagen? Was denn? Deine drei Freunde warten noch hinter dir. Ich weiß, aber ich habe gehofft, dass sie mich nicht bis hier runter verfolgen, aber was soll's. Und das war eigentlich nicht das Eigentliche, was ich sagen wollte. Das Eigentliche, was ich sagen wollte, ist, du bist wieder drauf reingefallen. Wieso? Du bist wieder gestorben. Du hättest nämlich sowas mit die AP, also Vitalität, auf so höchstens 30 haben müssen, damit du den Sturz überlebst. Die Frage ist jetzt, ob ich... Ja gut, ich mach da, geh jetzt nochmal hoch, bekämpfe den da oben. Das sollte nicht das Problem sein. Ja. Weil das Praktische ist, da dass es so uneben ist, kann ich den viel leichter treffen. Und hier sind schon meine Sachen. So, 7445. Und mit vollen HP, meinst du, kann ich hier jetzt runterspringen? Ja. Nein, kann ich nicht. Ich hab's dir doch gerade gesagt, weißt. Das kannst du nicht überleben. Ich hab die... Naja. Auf jeden Fall hat es eine Sache hat es gut. Ich kannte ein bisschen Moos farmen. Gegengiftmoos. Ja, das stimmt eigentlich auch. Dann hole ich mir jetzt auf jeden Fall Warten. Oh, du bist im falschen Weg gelaufen. Ja, du bist eindeutig im falschen Weg gelaufen. Jetzt sind nämlich zwei Steinsoldaten auf dich wütend. Und damit habe ich die Punkte verspielt. Sag's nicht. Ich will's nicht hören. Ja. Ich weiß genau, was du sagen willst. Ich habe gerade 7545 Seelen verschleudert. Ach, Bukers. Was soll's. Ich gehe jetzt wieder aus dem Wald raus. Wenn ich den Weg finde. Ich will ja heute noch ein bisschen weiterkommen. So ist es nicht. Und wir haben ja den Ring. Letzten Endes haben wir also einen Plus. Zwar nicht von Seelen, da sind wir letzten Endes, naja. Ich kann mir schon vorstellen, wie halt
Arthur schon innerlich denkt, oh Gott, ich hab's dir doch gesagt. Ich hab's dir gesagt. Warum hörst du nicht auf mich? Ich hab's dir doch gesagt. Was denn? Das mit den Zähnen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass du das innerlich denkst. Ich hab's dir doch gesagt. Ja, schon, auf Putze. Dann schaue ich mal, wie viel Seelen ich brauche, um mein Schwert zu verstärken. Ich glaube, ich mache das Ganze so, ich verstärke mein Schwert. Einfach bis Stufe 10, das sollte dann auch guten Schaden an den Orks machen. Mein Bastardschwert ist meine rechte Hand. Und meine linke Hand ist irgendwo, wo man sie nicht wissen will. So. Und ich Rüstung verstärke. Waffen verstärke. Was brauchst du denn noch dafür? Zweihänderkette, was hast du jetzt? Zerbrochenes Schwert, wo ist es denn? Bin ich jetzt blöd? Ich finde mein Schwert nicht. Ich dachte, man könnte jetzt Waffen bis Stufe 10 verstärken. Eine neue Geste erlernt. Hä? Ich kapiere das jetzt nicht. Waffe verstärke. Arthur, du hast doch gesagt, ich kann es jetzt bis Stufe 10 verstärken. Warum geht das jetzt nicht? Ja, da brauchst du, wie es eben sagt, immer. Ah, stimmt, ja, da musst du erstmal auf Waffe umwandeln gehen. Ach so, wie macht man Waffe umwandeln? Moment. Well, you need it. Rüstung verbessern. Ausrüstung umwandeln. Okay, da brauche ich noch ganz wenig Seelen. Okay. Ein paar Seelen brauche ich doch. Aber nicht viele. Die kann ich mir da oben mal zusammenkratzen. Jetzt wünschte ich gerade, ich hätte noch ein paar größere Gegner hier. Ich habe übrigens schon mal gesagt, ich sag's dir nochmal, du entscheidest, wie lange dieser Livestream geht, Arthur. Je nachdem, wie lange du Bock hast, so lange mache ich. Und er antwortet nicht. Arthur, funktioniert wieder das System nicht? Da musst du dein Handy neu starten. Doch. Achso. Das funktioniert. Weil du nicht geantwortet hast darauf, auf die Aussage von mir, deswegen. Ich dachte schon, ja gut, ich dachte. Ich denke, also bin ich. Ich bin gesprungen, ohne dass ich es wollte. Achso, ich sollte vielleicht mal auch meine Etuso-Flakons auffüllen. Habe ich übrigens den einen Ritter jetzt noch richtig besiegt, den einen NPC, den goldenen Ritter? Nicht, dass ich den am falschen Ort getötet habe, zu spät getötet habe. Also sie lebt scheinbar noch. Man kann auch bei ihr die Sachen aufrüsten. Dann hast du ihn nicht zu spät gekillt, weil er lebt nicht mehr. Okay. Jetzt kann ich es auch umwandeln, okay? Nötige Seelen und große Scherbe brauche ich jetzt. Okay. I'll be seeing you there. Große Scherben habe ich gerade nicht.
Aber mein Schwert hat jetzt Stufe 6 erreicht. Das bedeutet, es haut jetzt noch kräftiger zwischen die Beine rein. Das klingt falsch. Und jetzt hast. Wie findest du es eigentlich persönlich, mal wieder bei einem Projekt dabei zu sein? Vor allen Dingen bei Dark Souls. Bei Dark Souls hätte ich es ohne Witz nicht erwartet. Gebe ich ehrlich zu. Warum? Naja, bis auf die Tatsache, dass man Dark Souls generell nicht erwartet hätte bei mir. Aber ich gehe auf die Wünsche meiner Community halt ein. Sozusagen, was damals ja auch eigentlich nur wie Switz gemeint, wie damals du mit deinem Freund und der dir dahinter das, was du haben wolltest, wirklich geholt. Du meinst Dark Souls? Dark Souls. Also da, jetzt, da es gestartet hat. Also, das muss ich kurz sagen, ich habe mir Dark Souls nicht geholt. Sagen wir es mal, wie soll ich es am besten ausdrücken, ohne dass es jetzt total bescheuert klingt, aber ich hatte Dark Souls so vorher. Was? Das hat was mit meiner Sammelleidenschaft zu tun. Ich hatte Xbox-Spiele, bevor ich eine Xbox hatte. Weil ich einfach Spiele sammle. Deswegen. Und es gab halt da eine Aktion, 2 für 3 Xbox 360-Spiele und Dark Souls, wenn sie unter 10 Euro kosten. Und so habe ich mir für 20 Euro 3 Xbox 360-Spiele geholt. Und Dark Souls war halt dabei. Also ich besaß Dark Souls zu dem Moment schon. Ich habe nur nie gedacht, dass ich das spiele. Ich habe immer gedacht, es bleibt in der Vitrine stehen. Moment, wo Arthur einfach nur ungläubig mich anstarrt. Ich höre jetzt übrigens den Ingame-Sound nicht mehr, ich höre nur noch Arthur, weil ich jetzt gerade die Kopfhörer rausgemacht habe, weil die doch irgendwie gestört haben. La 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 la. Es gibt mir die Kampfmusik aus Kingdom Hearts Dream Drop, das tollst du nicht mehr auf den Kopf. Wenn du halt zwei Livestream-Projekte auf einmal hast und das eine richtig geile Musik besitzt, dann kommst du halt nicht mehr aus den Hören raus. Wie ich die das alles so schön da unten hin schlachte. Bist du doch da, Arthur? Weil das Problem, ich höre auch kein Hintergrundrauschen gerade. Da mache ich mir gerade Sorgen, dass das wieder abgeschmiert ist. Nein, ich bin besser. Ja, ich bin noch da. Achso, okay. Ah, es macht doch schon wesentlich mehr Schaden. Das gefällt mir.
Ach, man kann auch so hochklettern. Wie weit ist es denn eigentlich noch hypothetisch bis zur nächsten Glocke? Ich nehme mal an, weit. Oder? Bist du gerade mit irgendwas abgelenkt, Arthur? Ja, schon. Aber... Schnell, muss mich heilen. Es ist halt ein bisschen problematisch, wenn du jetzt da zwei Dinge auf einmal tust. Weil vor allen Dingen brauche ich halt dich als, ich nehme mal an, du spielst gerade Monster Hunter auf der Playsy oder auf Nein. der... Was machst du da? Das ist, ich spiele jetzt ein Handyspiel und schreibe mit jemandem. Oh, toll. Aber ich versuche mich so stark wie möglich, das noch geht für mich, auf Dark Souls zu konzentrieren. Der Schwart Übles. Schreibst du etwa mit deiner heimlichen Verehrerin? Du bist geistig nicht mehr anwesend. Doch, ich bin noch da. Das sagen sie alle. Aber bei mir stimmt's doch. Überall, wo Futter ist, da bin auch ich. Ich bin ja nicht umsonst ein wuthungriger Devil Joe. Devil Joes sind immer hungrig. Aber hungrig. Ich futter mal ein bisschen weiter. Darf ich mir diesen Zombie-Drachen nehmen und ihn aufknabbern? Aber nee, ich töte keine Drachen. Dafür musste ich dich ja sogar letztens bestrafen. So. Nein! 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 Und? Mich hat das Gift getötet. Hab's bemerkt. Gut, dann probiere ich mal was aus. Ich frag mich, wie Dark Souls auf dem 3DS ausgeschehen hätte oder Dark Souls im VR, also mit 3D-Brille. Ja gut, ich habe ja letzten Endes daraus ein 3D-Projekt gemacht. Es hat doch schon einige Passagen, ne? Das würde sich einfach sehr gut als 3D aufmachen. Wieso eigentlich laufe ich immer den unnötigen Weg außenrum? Kann auch hier runterklettern. Entschuldigung. Ja, stimmt eigentlich auch. So, mein Grundgedanke. Ja gut, so viel Sehen, glaube ich, hatte ich ja gar nicht. Die da unten dann jetzt wegspawnen. Naja. Ein Online-Objekt, um Nachrichten verfassen, ansehen und zu bewerten. Ich glaube, Dark Souls auf der Xbox 360 hat gar keinen Online-Service mehr. Ich glaube,
Obwohl, da bin ich wirklich unsicher. Du hast sowieso nie auf der 360 gespielt, soweit ich weiß. Du hast es immer auf der PlayStation gespielt. Was für Probleme gesorgt hat. Weil hier die Steuerung... ich habe nochmal nachgelesen, die Steuerung ist konvertiert im verhältnismäßig zu der Steuerung beim PlayStation Controller. Also alle Knöpfe, bis auf die Bewegungssteuerung mit einem Analogstick, sind konvertiert. Also links ist rechts und rechts ist links, oben ist unten und unten ist oben. Sprich, der Button, den du verwendest zum Angreifen, ist auf der anderen Seite der umgekehrte Taste. Sprich, bei mir ist es der linke obere Trigger zum Angreifen, bei dir war es der rechte untere Trigger. Soweit ich das verstanden habe. Also bei der PlayStation. Das bringt ja nichts. Na, also wenigstens etwas. Ein Gegner schon mal erledigt. Wow. Wie nervend. Jetzt bin ich offiziell in Schattenstadt. Schandstadt. Ach, Schandstadt. Ja. Nein! Ich bin jetzt gerade am überlegen, einfach durchzurennen. Weil, wenn die... Dafür ist Dark Souls eigentlich auch gut bekannt. Wenn man das Gebiet kennt, dann ist Durchrennen gut. Weil, nämlich, ich habe das Problem, nicht, dass die Gegner zu stark sind, sondern die kicken mich immer runter. Das ist einfach nur eine Scheißstelle zu kämpfen. Ich glaube, das ist auch gedacht, dass man hier einfach durchrennt. Ich versuch's mal. Wir haben heute noch nichts alt... na gut, doch, wir haben heute den Garten gesehen. Finde ich immer so lustig, wie es... Wenn ich zu schnell laufe, hier an Schandstadt Eingang ein Leck gibt. Weil ja dann das Farbschema sich ändert. Das nehme ich mit. Als wenn ihr mich mal entschuldigen würdet. Ich renne einfach durch. Oh Gott, ich sehe gar nicht, wo ich hin. Ich laufe. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich richtig laufe. Und ich bin vergiftet. Aber ich bin ein paar Zentimeter wieder weitergekommen. Also durchrennen und diese kleinen Viecher auf jeden Fall töten. Die sind übrigens ekelerregend. Und du hast mir irgendwie immer noch nicht gesagt, wie weit ich von der Glocke noch entfernt bin. Die ist ganz unten von da. Schön. Die komischen Hügel mit diesen... Schön, sie ist ganz unten. ...komischen aussehenden abgetrennt. Das sieht aus wie abgetrennte Finger, also... Wo die nächste Glocke drin ist. Irgendwie ist... Sein Berg. Das beantwortet nicht meine Frage. Ich habe ja gefragt, wie weit es noch nicht, nicht wo sie ist. Ja, das ist ganz unten von Schandstadt, sagte ich doch. Ganz unten von Schandstadt bei dieser Höhle. Und du musst einfach nur runtergucken und dann siehst du es.
weil du da warst, wo... Er versteht meine Frage nicht. Ich will wissen, ist es noch weit? Ja oder nein? Ja. Danke. Du hättest doch ganz einfach runtergucken müssen. Tut mir leid, allerdings im Gegensatz zu den modernen Versionen kann man bis nicht ganz nach unten gucken, weil das nämlich nicht bis dahin ausgelegt ist. Welches Moos war nochmal? Ach, verdammt. Nee, halt, ich habe was anderes. Ich glaube, das ist die schwere Vergiftung, die ich habe. Ja. Scheiße, wo bin ich jetzt halt gelandet? Wo bin ich? Da. Ah. Ah, ich laufe einfach weiter. Scheiße! Bumm. Also da habe ich jetzt echt das Problem, dass ich nicht sehe. Lila Moos mit Blüten heilt, ja, schwere Vergiftungen. Das habe ich kapiert. Ich nehme übrigens mal das Gegengift Moos auch mal ins Inventar. Ich habe es nämlich gar nicht drin, habe ich gesehen. Echt, da habe ich nur beschreibt vorübergehend Ausdauerregeneration. Lila Moos. Gut. Ja, brüll ruhig, mir egal. Motten. Ach, nur die Gegner, die brüllen herum. Die brüllen, als gäb's kein Morgen mehr. So, wo bin ich jetzt? Ein Bonfire. Glaube ich. Na also, und da das hier ein scheinbar wichtiges Bonfire ist, werde ich mich hier auch, was zum Teufel, am Bonfire ein Gegner, ich find's toll. Obwohl, das stimmt ja, das habe ich vergessen zu sagen. Was denn? Obwohl, das hast du, glaube ich, schon selbst. Das hast du, glaube ich, schon selbst bemerkt, wenn Gegner zu nah an Bonfire sind, kannst du da nicht trusten. Ich wäre krass. Ja, das ist mir schon damals aufgefallen beim Arschloch. Was wollte ich jetzt?
Genau, ich wollte wieder mal was umändern. Oder kann ich da? Ich will nämlich Menschlichkeit wieder erlangen und aus die, und das Bonfeuer entfachen, ne? Um dort meine, wenn ich sterbe, das wieder richtig zu machen. So, Ausbildung umkehren. Ja, bitte Ausbildung umkehren. Aber Leute, wir haben es bis zum nächsten Bonfire in diesem Livestream gefacht, entfacht, geschafft. Ich höre mich an wie der eine Typ aus Sieben Zwerge. Gut. Das bedeutet, hier können wir jetzt wieder immer 10 Dinger rekonstruieren. Jetzt fragt mich gerade aber, wo ich hin muss weiter. Retro, du guckst doch hoffentlich noch den Livestream. Sag mir mal, wo ich hin muss. Du musst jetzt einfach da ein bisschen weiter geradeaus und dann ist deine Leiter. Was? Obwohl, ich gebe jetzt mal ehrlich. Ich bin jetzt mal ehrlich, ab diesem Punkt, wo du gerade stehst. Ja. Ich kenne mich da gar nicht aus, weil ich hatte den Generalschlüssel immer angenommen. Ich hatte diesen Abteil von Schandstadt nie. Ich hatte immer den einfachen. Arthur. Meine Güte. Dann müsste es doch für dich eigentlich interessant sein. Weil. Ja. Du warst hier noch nie. Doch, ich bin einmal da hochgegangen, aber ich weiß nicht, wie der Runterweg ist. WTF, die Viecher speien Feuer. Ja. Ach, sag mal. Okay, jetzt bin ich gestorben. Gut, dass ich da oben schon das Bonfire entfacht habe. Das bedeutet, der andere Viech wird genau wieder hinter mir sein. Eine Frage, kann man die Reparaturkiste bei jedem Feuer dann immer wieder einsetzen oder ist sie nur einmal gültig? Was nur einmal gültig. Kannst du die Reparaturkiste mehrmals verwenden oder ist sie dann am Bonfire gebunden? Ja. Achso. Die funktioniert bei jedem. Ich hoffe mal, du weißt, was ich meine. Also nicht, dass die jetzt sozusagen. Ja, ich weiß. Du kannst die Reparaturkiste wirklich überall bei jedem Bonfire benutzen. Mir geht es eigentlich darum, ob die. Ach du blöde Köter. Und das habe ich dir gesagt, ob sie gebunden sind oder nicht. Dass du die überall verwenden kannst, bedeutet, nein, die sind nicht gebunden. Du hast die sozusagen immer im Inventar und benutzt die an jedem Bonfire. Die gehen auch nicht kaputt, also das sind keine Einmal-Items. Nee. Sozusagen doch, aber du hast die immer im Inventar, selbst wenn du an Bonfire sitzt. Und nur an Bonfire kannst du die eben. Man könnte sagen, du kannst die nur an Bonfire auspacken, weil du da das Licht hast. Eigentlich geht es mir ganz um was anderes. Es geht mir darum, muss ich die immer wieder kaufen? Kann ich die nur einmal verwenden? Nein, du musst die nie wieder kaufen. Gut, das wollte ich wissen. Halt, ob die nach einmal benutzen kaputt gehen. Das war der. Grundlegende Frage. Zugegeben, vielleicht habe ich sie etwas falsch formuliert. Da ist ja ein ekelhaftes Tentakelviech. Die Seele eines Kriegers. Komme ich jetzt hier wieder runter? Achso, da ist eine Leiter.
Leiche plündern. Die Leiche eines Soldaten. Ach nee. Ach nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh. So, obwohl, da ist sogar der richtige Weg. Da muss er lang. Weil da bin ich vorbeigekommen, als... Zumindest von seinem hinteren Abteil, als ich rund hoch ging. Also da muss ich dann lang, okay. Riesenkeule und Jaulsküchlein. Das sieht kurz mich, noch mehr Kacke. Das sieht mir nicht aus wie Kacke, wenn du mich fragst. Das sieht mir eher aus wie der Magen oder so ähnlich. Die haben keinen mehr. Sozusagen sind sie zu einem einzigen lebendigen Fleischkloß mutiert. Okay, ich komme jetzt wohl zu einem Boss. Weil hier ist eine Nebelwand. Was kommt da hinten dran? Ich meine, du bist ja da durchgelaufen rückwärts. Da müsstest du doch wissen, was da kommt. Nichts Schlimmes, keine Sorge. Das ist ab und zu einfach nur zum Gebet abschneidend. Ah. Wirkung. Ach so, okay. Ja, jetzt müsste ich nur... vergiftet? Wieso bin ich jetzt schon wieder diese Drecksäcke! Ich sagte doch, da sind auch welche, die mit Toxin spucken. Gefährlicheres Gift. Es geht mir eigentlich gerade eher darum, dass ich, Das ist das gefährlichere Gift, ich sagte dir doch. Das kannst du nicht mit jedem Moosklumpen ein. Ich hab nicht gewusst, wo ich, warum ich überhaupt vergiftet worden bin. Verstehst du? Ich bleib jetzt erstmal hier stehen und hoffe, dass das Gift nachlässt. Aber ich warte übles. Nein, du sollst das. Ah, danke. Also ich fürchte, ich werde drauf gehen. Es sei denn, hier in der Nähe ist noch mein Bonfire. Was ist das denn? Ach die. Ich bin schon vergiftet, also hör auf zu versuchen, mich weiter zu vergiften, aber ich werde sterben. Ich werde sterben. Ah. Jetzt bin ich gestorben. Das Problem ist, ich habe nicht gesehen, wo die überhaupt mich getroffen haben. Ich war einfach urplötzlich schwer vergiftet. Das sind ja auch wortwörtlich klitzekleine Punkte, die auf dich zugeflogen kommen. Es ist also nicht schlimm. Ich frag dich offen, ne? Du hörst dich müde an. Man könnte sagen, bin ich fast schon so. Wenn du zu müde bist, um weiterzumachen, ich könnte noch weitermachen, aber wenn du zu müde bist, dann sag Bescheid. Es bringt mir nämlich nichts, wenn du nicht mehr sozusagen als Guide fungieren kannst. Aber dann ist wirklich für heute erstmal Schluss machen. Alles klar, Leute. Ihr habt Arthur gehört, er hat entschieden, dass wir heute Schluss machen. Deswegen köpft ihn, wenn ihr damit nicht zufrieden seid. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich will... Das tun sie so doch auch schon oft genug mit Monsanto. Wenn sie mich jagen. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Du musst auch Tschüss sagen. Arthur?
Ich sag dann einfach für ihn noch Tschüss. Ciao.